Hallihallo, meine Lieben. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Hier haben wir das Wunschkugel-Orakel, Leute, für euch. Und da lunzeln wir mal wieder rein, welcher Wunsch darf sich denn für dich erfüllen oder was ist für dich wichtig, auf was arbeitest du hin, was strebst du an? Und ich habe hier wieder die Vergangenheit und die Zukunft ausgelegt. Und ja, ihr wisst ja, ich erwähne es immer wieder, allgemeines Kollektiv, ne? Es kann passen oder eben auch nicht. Und du kannst es für dich gucken, du kannst es für eine andere Person gucken. Schau einfach mal, wie du in Resonanz gehst. Ich finde das heute ein sehr spannendes Thema, soweit ich das hier schon sehen konnte. Und es kann sein, dass es hier wirklich nur ein paar Randgruppen betrifft, ja. Aber wir schauen. So, wir gucken uns mal das Hauptthema an. Und zwar haben wir hier das Familienglück bekommen. Ja, das heißt, für einige wird es hier sein, dass man endlich mal hier eine Familie gründen möchte. Kann jetzt mit Kind sein, kann aber auch ohne Kind sein. Na, man kann ja auch eine Familie mit seinem Partner sozusagen gründen, ohne dass man ein Kind haben muss. Für viele kann aber auch hier der Kinderwunsch ja an oberster Stelle stehen, dass man endlich mal sagt, ja, jetzt wollen wir hier eine kleine Familie miteinander sein, wir wollen ein Baby haben, ne? Für viele kann es hier sein, dass Kinder vielleicht eine Rolle spielen, dass Familienthemen hier noch geheilt werden sollen oder aufgearbeitet werden sollen. Oder einfach eben, wie gesagt, dieser Wunsch bei dir jetzt dasteht, Kinderwunsch oder überhaupt der Wunsch nach der Familie. So, jetzt gucken wir uns mal die Klärungskarten an. So, und da haben wir nämlich einmal hier die Störche bekommen. Das ist schon mal ein Wandel, der also hereinkommen soll oder einen Wandel, den man gerne haben möchte, eine Veränderung. Ja. Und wir haben hier den Fuchs. So. Fuchs in die Störche reinblickend ist für mich eigentlich eine Kombi, wo man sagt, so, es ist aber aktuell hier noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, wir haben hier die Störche zwar auch für Schwangerschaft liegen, ne? Und der Fuchs sagt eigentlich, naja, es ist so eine Warnkarte, dass man sagt, Obacht, irgendwie passt es noch nicht so richtig oder irgendwas ist noch nicht ganz so stimmig, um dieses jetzt umzusetzen. Ja. Ich habe mir das Orakel während des Auslegens auch schon genauer angeschaut. Es ist jetzt am Anfang ein bisschen schwer zu verstehen, aber ihr werdet, wenn wir das jetzt alles miteinander durchgehen, wissen, um was es geht. Ich sage es jetzt noch nicht, ne, sondern wir schauen es uns gemeinsam an, warum hier gerade der Fuchs reinguckt. Natürlich ist der Fuchs nicht immer negativ zu deuten, ne? Sondern wir haben ja auch hier mit dem Fuchs die Schleue und die Cleverness. Das heißt, wenn also eine Veränderung hier stattfinden soll, dann geht es auch darum, clever zu sein. Ja? Also nicht irgendwas übers Knie zu brechen, sondern erstmal vielleicht auch ein bisschen beobachten, schauen, wie man das Ganze hier in eine Veränderung bringen kann oder wie es denn letztendlich eigentlich ausschauen soll oder ob einfach auch diese Gegebenheiten da sind, das Ganze auch wirklich umzusetzen. Ja? So, schauen wir mal weiter. Ich habe nämlich nochmal gezogen und zwar haben wir hier dann die Wege drauf bekommen mit der Schlange. Ja, so. Ist jetzt hier in der Kombination, einerseits habe ich mir gedacht, es wäre richtig beschissen hier, ne? Weil es natürlich sein kann, dass du gerne hier irgendwo ein Familienglück haben möchtest, ne? Aber es kann hier unter Umständen noch um eine dritte Person gehen. Das heißt, für die, die sich vielleicht hier eben in Dreierkonstellationen befinden, dass dein Wunsch eben genau das ist, mit diesem Partner eine Familie zu gründen. Und jetzt geht es also darum, hier noch den Zeitpunkt abzuwarten. Es wäre noch nicht richtig, weil hier noch eine Entscheidung bezüglich einer anderen Person erstmal gefällt werden muss. Ja? Das heißt also nicht, dass du dich hier vielleicht schwängern lässt, ja, und denkst, dass dann dein Wunschpartner hier dann mit dir diese Familie gründet, weil du schwanger bist? Obacht, Achtung, ja, wäre echt ganz falscher Zeitpunkt und eine ganz falsche Entscheidung. Ja, also hier haben wir noch ein bisschen mit der Schlange diese Abhängigkeiten und Verstrickungen drin. Wenn es hier nicht um eine dritte Person geht, dass du sagst, nee, da ist nichts, ne, dann ist es einfach noch so, dass diese Entscheidung, eine Familie zu gründen, ein Kind zu wollen, ja, dass man die vielleicht noch ein bisschen rauszögern sollte. Ne? Also hier haben wir auch mit der Schlange, dass man sagt, naja, es ist irgendwie noch, es passt noch nicht so ganz, dass man das jetzt durchziehen sollte. Ne? So, dann habe ich natürlich hier mit der Zeitkarte gefragt, wann soll sich denn dieser Wunsch dann letztendlich erfüllen oder wann wäre der richtige Zeitpunkt dafür?
Und da haben wir nämlich den Nikolaus bekommen. Das heißt, die Überraschung steckt hier nicht im Stiefel, sondern es ist also um die Nikolauszeit, um die Weihnachtszeit. Und wir haben ja auch hier mit der Schlange die Zeitverzögerung. Das heißt, es gibt also hier noch einige Komplikationen, die erstmal aus dem Weg geräumt werden müssen. Ja? Das heißt, es kann also sein, dass man vielleicht aber auch hier, man strebt das zwar an und entweder bist du das, der vielleicht hier noch einige Zweifel daran hat oder ein bisschen misstrauisch ist, oder es ist dein Gegenüber. Ja? Weil wir, wie gesagt, hier noch, wenn es um eine dritte Person geht, dann geht es hier auch noch um eine Entscheidung, die erstmal gefällt werden muss. Es kann aber auch hier, wie gesagt, noch andere Themen sein, die hier noch geklärt werden müssen, damit das hier dann tatsächlich umgesetzt werden kann. Ne? Und da sieht man hier, wir haben jetzt April. Die Schlange ist für mich ja so auch ein halbes Jahr rum. Ne? Aber man sieht, es zieht sich also hier schon in den Winterbereich hinein. Also das heißt, diese Sache braucht noch ein bisschen Zeit. Aber ihr wisst ja, die Zeit ist ja relativ. Bei dem einen kann es ein bisschen schneller gehen, bei dem anderen kann es länger dauern. Ja, es kann auch kann ja auch sein, dass es hier einfach auch falsch läuft. Das heißt, dass also hier gerade in puncto Schwangerschaft, ne, wenn Frauen immer unbedingt schwanger werden wollen, ja, dann setzt man sich sehr unter Druck, ne, und dann schaut man immer und dann klappt es nicht und dann läuft jenes wieder falsch und dieses wieder falsch. Das ist dann einfach auch dieser innerliche Druck. Und das heißt, wenn man das loslässt, ja, und dem Ganzen einfach noch ein bisschen Zeit gibt, ja, da würde ich sagen, da steckt die Cleverness dahinter, dass man sagt, hey, lass es mal los, ja, du hast die Entscheidung getroffen oder du möchtest es gerne haben. Aber nimm es vielleicht auch in Kauf, dass es sich noch ein bisschen rauszögert. Also einfach in dieses Annehmen und Akzeptieren, dann geht das meistens eben schneller. Also innerer Druck, psychischer Druck kann hier oft schon mal genau das Gegenteil von dem bewirken, was man haben will. Also das könnte ja auch nochmal so eine Thematik sein. Also wir haben hier heute ein etwas besonderes Thema, würde ich sagen. Also deswegen habe ich am Anfang gesagt, es muss heute nicht alle betreffen, sondern kann einige Randgruppen sein, wie auch immer. Wenn es hier nicht um Kinder geht oder dass es familiäre Probleme sind, die jetzt hier noch irgendwo zu regeln sind, ja, dann muss man sich auch hier noch ein bisschen Zeit lassen. Es könnte sein, dass es hier noch Entscheidungen anstehen, die vielleicht mit der Mutter oder dem Vater zu tun haben, dass da auch noch einiges irgendwo noch nicht so passend ist, dass sich hier noch einiges an, was noch an Zweifeln oder eben an Misstrauen da ist, dass man sich das nochmal anschaut. Das geht es natürlich darin, in die Veränderung zu bringen. Ja. Kann auch bei dir selber eben diese Veränderung in dir sein, dass man noch ein paar so Kindheitsthemen sich anschaut, vielleicht eben was gerade noch mit Mutti zu tun hat oder weil wir allgemein haben auch mit Vati. Na, dass man sagt, okay, ich lasse mir einfach noch ein bisschen Zeit und was diese Entscheidung betrifft, na, ist einfach, das zögert sich noch ein bisschen raus oder man muss noch den einen oder anderen Umweg gehen, damit sich das Ganze hier klären kann. Also ich habe es jetzt hier nicht wirklich negativ liegend, na, oder so empfinde ich das hier gar nicht, sondern dass gewisse Dinge einfach hier noch Zeit brauchen. So, wir schauen uns jetzt mal in der Vergangenheit um, was denn da so los war. So, da haben wir hier die Affäre. Guck mal an. Ja, kann also für viele sein, dass man eine Affäre war, ne? Dass man vielleicht eben eine heimliche Beziehung geführt hat oder dass man überhaupt eben eine heimliche Beziehung führt, dass hier erstmal auch die Sexualität im Vordergrund gestanden hat, dass man einfach auch der Geliebte oder die Geliebte war. Und bis dato hin einfach gar keine ernsthaften Absichten dahinter gesteckt hat. Man hat sich einfach hier in dieser Affäre verrannt oder man hat sich da jetzt einfach nur mal auf das eingelassen. So, wir haben hier schon eben die Tendenz dazu hin, wo ich am Anfang sagte, wenn du hier tatsächlich die Affäre sein solltest, ja, dann wäre es kein guter Zeitpunkt und auch der Rat der Karten hier aufzupassen, nicht schwanger zu werden, ne, weil das ist leider keine Garantie hier, dass dieser Partner dann auch für dich oder dass der dann mit dir in eine Familie geht. Ne? Also bitte diesen Irrglauben hier entfliehen, weil das ist absolut nicht real. Ja? Wenn dieser Partner mit dir eine Familie gründen will, dann wird er das aus freien Stücken tun, aber nicht, weil du hier vielleicht in irgendeiner Weise etwas erzwingen willst dadurch. Ja? Es ist Achtung, der Fuchs ist hier eine Warnkarte. Ja? Also auch Achtung,
auch wenn du dich nach einer Familie sehnst und gerne das haben möchtest, dann ist ja auch die Warnung dabei, du könntest tatsächlich schwanger werden, ja. Aber da werden sich gewisse Entscheidungen hier rauszögern, ja, ob man, wie denn das vonstatten geht. Also nicht der optimale Zeitpunkt. Ne? Es ist wirklich, also für diese Sache, die du hier vielleicht vorhast, ist es nicht der optimale Zeitpunkt. So, dann schauen wir uns mal. Hier haben wir die Frustkönigin. Ja, na, natürlich ist man gefrustet, weil auf der einen Seite möchte man ja gerne in eine Partnerschaft gehen und man möchte miteinander sein. Ne? Und ja, da haben wir jetzt, wie gesagt, hier auch Rache, Neid und Eifersucht sollte halt hier in deinem Leben keinen Platz einnehmen. Ne? Das heißt, verlasse diese niedrig schwingende Energie. Und wie man hier schon sieht, es kann auch sein, dass die Vergangenheit, auf die ich jetzt gucke, aktuell bei dir noch da ist. Ja? So kann, muss noch nicht, gar nicht so vergangen sein. Kann sein, dass du da aktuell gerade drinnen steckst. Ansonsten war es halt genau dieses Thema, dass man sagt, ich möchte nicht mehr länger die Affäre sein, sondern ich möchte ja auch hier irgendwann mal ankommen, ja, meine eigene Familie gründen oder zumindest mit dem Partner. Und ja, da war man wahrscheinlich ziemlich angepisst, weil hier einer einfach das nicht wollte. Das heißt, es kann auch hier dein Wunschpartner betreffen. Dass der hier nicht mehr wollte als eine Affäre oder zumindest erstmal gesagt hat, nee, für mich steht meine Familie im Vordergrund, wir können hier gerne eine heimliche Verbindung haben, wir können Sex haben, ja, aber ich werde hier nicht aus dieser Familie rausgehen oder ich möchte hier nichts verändern, sondern es ist so ein bisschen viel Blabla, aber im Endeffekt nichts dahinter. Ne? Und das kann ich natürlich hier schon gefrustet haben. So, jetzt schauen wir mal weiter. Ja, guck, da liegt er nämlich drauf, der Herr. Ne? Es ging also hier schon um deinen Wunschpartner. Dann haben wir hier die Eulen und wir haben hier den Berg. Ja, ziemlich viel Stress und ziemlich viel Blockaden, wie man hier sieht. Auch ist dein Gegenüber hier, wie es scheint, in der Kommunikation auch nicht der Größte hier, sondern hat vielleicht auch die Kommunikation diesbezüglich hier dieses Themas auch blockiert, wie ich gerade sagte. Ne? Du wolltest das oder du möchtest das, es wäre dein Wunsch, das umzusetzen, ne? Aber er hier hat hier keine Böcke darüber zu sprechen oder möchte das auch gar nicht umsetzen. Ne? Und das ist das, wo man sagt, das hat dich schon ganz schön gefrustet. Vielleicht hat er dir ja gesagt, ne? Ja, ja, machen wir alles, wenn ich mich getrennt habe. Ich muss ja jetzt erstmal hier schauen, wie es da weitergeht und so weiter. Ne? Also das kann hier alles schon ein Thema sein und hat aber hier jetzt, so wie es ausschaut in der Vergangenheit, die Kommunikation darüber einfach auch blockiert. Ja, also ich denke, dass du schon das Thema hier mit Sicherheit ein paar Mal angesprochen hast. So, dann haben wir hier den Mauskönig. Ja, hör auf, nach Anerkennung zu streben, denn damit wirst du dich nach und nach überfordern. Du musst niemandem etwas beweisen. Denke daran, du bist gut, so wie du bist. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, meine Tendenz geht dahin, dass hier jemand ein bisschen ein Familienglück versucht zu erzwingen. Das ist die Energie. Das kannst jetzt du sein, das könnte aber auch genauso gut umgekehrt sein. Ja? Dass dein Gegenüber hier jemand ist, der keine Affäre will und du bist vielleicht noch nicht so bereit dazu, ne? Und oder musst dich erst noch mal trennen. Das kann auch sein, dass man hier eben gewisse Entscheidungen auch rauszögert, ne? Also wieder wie kann so oder so sein, ne? Entweder bist du das, der das hier haben möchte, ne? Oder es ist dein Gegenüber, der das hier unbedingt haben müsste. So, das Problem ist nur, dass man hier sieht, dass es hier einfach nur Stress und Blockaden gibt wegen dieser ganzen Geschichte, ne? Und ein gewisses Anerkennungsthema auch dahinter steckt. Das heißt, man erhofft sich dadurch etwas, ja? Und das ist halt immer der falsche Weg. Und das ist auch die Energie, die ich hier schon von vornherein reinbekommen habe, als ich das hier schon gesehen habe, wo ich mir dachte, so, Achtung, Achtung, Leute, versucht nicht hier eine Veränderung rein zu erzwingen, um hier in eine Beständigkeit zu gehen, ja, oder um dann eben diese Aufmerksamkeit oder diese Anerkennung vom anderen zu bekommen, nur weil ich hier vielleicht dann schwanger bin oder sowas. Ne? Ich sag's euch, das ist der Holzweg, das bringt nichts. Ne? Und da sieht man auch dieses Sprechen darüber, so soll's oder so will ich's haben und so soll's ausschauen. Und einer blockt hier. Ja, also entweder ist es er, der hier blockt, oder er ist hier eben genau in einer sturen, starren Haltungsweise, dass er halt unbedingt das haben will. Ne? Also ich weiß es nicht, wer es von euch beiden ist. Wie gesagt, kannst du sein, kann er sein. Einer von euch beiden
blockiert hier aber, wie gesagt, die Kommunikation darüber, ist hier aber auch sehr stur. Also das kann sein, dass man auch an dieser Meinung festhält, das unbedingt haben zu müssen. Ja, Achtung. So, schauen wir mal weiter. Ist heute ein bisschen spezielleres Orakel, ne? So, dann haben wir hier den Fliegenpilz. Ja, da haben wir es hier mit einer toxischen Verbindung vielleicht auch zu tun. Hier haben wir eigentlich wieder den Hinweis, dass es hier jemanden nicht so ernst ist oder auch vielleicht nicht so ernst war. Hier ist viel falsch gelaufen. Deswegen sage ich, also hier ist auch irgendwo eine Falschheit noch mittendrin gewesen oder ist es noch da? Ich sage, irgendwas passt hier eben noch nicht. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, ne? Es ist also noch nicht die optimale die optimalen Grundvoraussetzungen, das jetzt wirklich umzusetzen. Natürlich diese toxische Verbindung, indem man halt eine Affäre ist oder indem man halt hier lügt und betrügt und Sachen sagt, die man vielleicht gar nicht so meint, ne? Ist auch nicht so gut. Es ist mehr Schein als Sein. Schauen wir mal weiter. Dann haben wir hier in der Schwebe. Manche Situationen bringen erst Klarheit und Antworten, wenn man statt Unsicherheiten das Risiko wählt. Ja, also hier sieht man schon, ne? Auch hier sehr viel in der Schwebe gewesen, ob das hier tatsächlich funktioniert, ob das überhaupt mal in eine Partnerschaft geht, ob quasi hier diese Affäre beendet wird und dass es was Festes wird, dass dein Wunschpartner sich vielleicht hier entscheidet, aber es kann auch sein, dass du hier eben noch etwas entscheiden musst. Ja? Es kann auch sein, dass du noch hier in einer Partnerschaft bist. Wünscht dir zwar dieses Familienglück, aber trotzdem, ne? Also komme ich hier immer wieder auf den Fuchs zurück. Ja, das ist die Warnung. Oder eben dein Gegenüber, der unbedingt hier Familie haben möchte, ne, und da irgendwas versucht, in deine Richtung zu zwingen. So, jetzt schauen wir mal. Da haben wir nämlich das Kreuz und wir haben hier den Schlüssel. Also das heißt, es ging hier schon um ein belastendes Thema. Und zwar haben wir hier wieder das Thema der Sicherheit liegen. Ja, also man wollte Sicherheit, ne, oder man möchte Sicherheit. Aber mit Sicherheit, möchte Sicherheit, aber mit Sicherheit kriegt ihr die nicht. Auf diesem Wege, Achtung, ja, weil das funktioniert nicht. Es wird bei dir nicht funktionieren, es wird auch bei deinem Gegenüber nicht funktionieren, weil im Endeffekt ist es ja wieder eine Falschheit, die dahinter steckt, ne? Und man macht es aus Sicherheitsgründen raus und das ist keine gute Basis, weil das hat ja wieder etwas mit Angst und Zweifel zu tun. Und Angst und Zweifel ist, wie gesagt, keine gute Basis für eine Verbindung oder eine Beziehung. Ne? So, dann haben wir hier den Captain aufmerksam. Ja, wenn jemand oder etwas deine Aufmerksamkeit erregt, dann lohnt es sich wahrscheinlich, etwas näher hinzuschauen oder hinzuhören. Dir wird nichts ohne Grund aufgezeigt. Ja, und so ist es auch. Ne? Wir kriegen die Impulse, die Zeichen ja rein. Hier ist es wichtig, aufmerksam zu bleiben, auch wirklich hinzuhören und zu gucken, ne, in welche Richtung geht das hier. Deswegen ist es auch hier wieder so die Warnung, Achtung, es passt nicht. Ne? Oder es ist noch nicht, sind nicht die Voraussetzungen gegeben, das jetzt umzusetzen. Und das war hier auch, wenn gesagt, ist es noch oder ist es in der Vergangenheit gewesen, dass du also hier schon mehrere Impulse dazu bekommen hast, du oder dein Gegenüber, ja, und ja, auf die sollte man halt auch immer achten, ne? So, dann haben wir hier den kleinen Elefanten, ja, da haben wir wieder die Unsicherheit drauf. Na, es ist das, wie ich gesagt habe, Angst und Zweifel, es ist Sicherheitsthema, ja, spiegelt sich ja auch hier rüber, also man war unsicher, es hat an Mut gefehlt, das auf etwas Neues sich einlassen, hat vielleicht Angst gemacht oder macht immer noch Angst, ja. Dass man auch lernt, sich auf andere verlassen zu können. Man traut sich wenig selbst zu. Also da ist sehr viel Unselbstständigkeit da, noch sehr viel Abhängigkeit, ne? Und das kann natürlich mitunter auch noch ein Grund sein, warum man sagt, naja, aber unter diesen Umständen, das jetzt hier durchzuziehen wäre falsch, sondern dann bedarf das einfach noch ein bisschen Zeit und dass ihm dann eben, wie gesagt, mehr Stärke erstmal reinkommt, mehr Sicherheit erstmal reinkommt, aber in euch selber, ja, also entweder in deinem Partner oder eben in dir, je nachdem, wer das Thema hier gerade durchziehen will. So, dann haben wir die Rosendornen. Ja, mit der Rose ist es wie mit der Liebe. Es kann wunderschön sein, doch auch sehr schmerzvoll. Es gibt keine Garantie, ja. Und ich glaube, dass es hier
entweder aktuell oder wie gesagt in der Vergangenheit darum gegangen ist, man hat eine Affäre begonnen, ja, aber irgendeiner von euch beiden war sich hier unsicher oder hatte eben Angst, sich auf das Neue einzulassen oder wirklich da diese Sache wirklich auch tatsächlich umzusetzen. Ne? Und dann hat es halt hier auch ein bisschen Streit und Stress gegeben und je nachdem, wer diese Sache durchsetzen wollte. Ne? Aber das hat man halt einfach aus der Unsicherheit gemacht. Ne? Man war sich hier nicht sicher, es hat aber nichts mit den Gefühlen an sich zu tun, sondern hier haben wir es mit den Rosendornen ja schön beschrieben, dass man sagt, so, es gibt aber halt nun mal leider keine Garantie. Das heißt, auch wenn meine Ehe zu Ende ist und ich gehe in eine neue Partnerschaft rein, ja, habe ich leider für diese Partnerschaft auch keine Garantie, wie lange die dann tatsächlich hält. Ne? Aber man soll sie nicht, man soll das nicht mit einem Kind machen, ja, dass man da jemanden an sich binden will oder halten möchte, sondern hier geht es ja mit den Sternen auch ein bisschen um die Flexibilität, dass man sagt, so, gucken wir doch erstmal, wie kann sich das verändern. Ja, momentan sieht man ja, dass es noch nicht passt, die Gegebenheiten sind noch nicht da, es ist noch nicht diese Stabilität da, die wir dazu brauchen und so weiter, Dinge sind noch nicht geregelt. Und, also es wäre eigentlich hier abzuwarten und wir haben hier einmal den Brief und wir haben hier einmal die Lilien, ja, also irgendwo hat man schon, sieht man ja wieder auch hier drauf spiegelnd, natürlich versucht, in der Kommunikation ruhig zu bleiben, ja, auch hier wieder irgendwo was in das Gleichgewicht zu bringen. Aber wir sehen hier sehr viel Kommunikation eben erstmal auf der sexuellen Ebene. Ja, das ist die sexuelle Anziehungskraft, die wir hier haben, weil man einfach Angst hat oder Angst hatte, sich da auf etwas Festeres einzulassen, eben wegen diesem Sicherheitsthema. Ja, besser kann ich das hier gar nicht sagen. Und wir haben hier die freudige Erwartung. Schraube deine Erwartungshaltung etwas zurück, denn du könntest am Ende enttäuscht werden, wenn die Dinge nicht so eintreffen, wie du es dir gewünscht hast. Na? Und ich glaube, dass viele heute betroffen sind, die tatsächlich hier in diesen Affärenkonstellationen stecken. Also gar nicht so sehr die, wo es anderweitige Probleme gibt, sondern dass es hier wirklich um Affären geht oder wo man hier eben die Geliebte der Geliebte ist. Und man hat sich also hier Sachen vorgestellt oder man hat da einfach den Drang nach vorne gehabt, diese Sachen umzusetzen. Ja, vielleicht wolltest du sofort Familie gründen, vielleicht wolltest du aber auch dein Gegenüber, ne? Und es war erstmal so ein Techtelmechtel und die Sachen sind nicht geregelt, ne? Dann haut das natürlich hier nicht hin. Und dann natürlich auch noch diese Sachen da rauszugehen aus etwas, Entscheidungen zu treffen. Also ja, deswegen sollte man hier, vielleicht wurden auch Sachen versprochen, die nicht gehalten worden sind, ja. Man hat vielleicht aber auch gesagt, hey, pass auf, ich kann nur eine Affäre und du hast dir da vielleicht mehr vorgestellt oder umgekehrt, du hast gesagt, hey, das ist hier nur Sex und so weiter, ich kann jetzt hier aktuell nichts anderes machen. Aber irgendwo ist der Schuss ein bisschen nach hinten losgegangen, was man hier sieht. Ja, also da hatte jemand schon ganz andere Vorstellungen oder Erwartungen an das Ganze. So, und dann haben wir hier das Gift. Ne? Hier haben wir auch eigentlich wieder diese Toxik, die da drinnen ist. Ne? Also es ist schon sehr von Abhängigkeit und Sicherheitsgedönsel hier unterstrichen und zwar sehr stark. Das heißt, ja, diese Verhaltensweisen, die man da jetzt vielleicht an den Tag gelegt hatte, dass man da unter Druck was wollte, erzwingen wollte, Stress gemacht hat, ja, den anderen dadurch wirklich unter Druck gesetzt hat. Ja, weil wir haben ja hier ihn, die Eulen und den Berg. Das heißt, ja, hier hat jemand vielleicht auch dich unter Druck gesetzt, vielleicht hast aber auch du dein Gegenüber hier unter Druck gesetzt. Und ihr wisst selber, Druck erzeugt immer Gegendruck. Ja? Und ja, das ist nicht gut für eine Verbindung. Ja? Natürlich ist es dein gutes Recht zu sagen, ja, pass mal auf, aber ich will hier keine Daueraffäre sein, sondern ich möchte hier mein Familienglück rein. Aber du kannst es nicht erzwingen. Das heißt, wenn diese Person nicht möchte, dann möchte sie nicht, dann hast du zwei Möglichkeiten, entweder in dieser Konstellation zu bleiben oder eben dann einfach auch rauszugehen und für dich hier die Wege einschlagen, ja, die dich dahin bringen, was du hier haben möchtest. Ja? Das heißt, wenn er kein Familienglück mit dir haben möchte,
dann ist das so, ja, dann kannst du es unter keinen Umständen durch eine Schwangerschaft erzwingen, das wäre falsch, sondern dann wirklich aus dieser toxischen Angelegenheit hier rauszugehen und seine eigenen Wege zu gehen, ja, oder eben, wie gesagt, für dein Gegenüber. So, dann haben wir hier das Schlummern drauf, in der Ruhe liegt die Kraft, zieh dich für eine Weile von der Außenwelt zurück, Stille und Ruhe bringen dir Klarheit, ja, also wie gesagt, mit Druck und so toxischen Sachen ganz schlecht, ne, sondern erstmal für sich ein bisschen zurückziehen und sich klar werden, was will man eigentlich. Vielleicht hast du das hier in der Vergangenheit schon gemacht oder wie gesagt, du steckst aktuell da drinnen und dann haben wir hier den Anker und wieder die Schlange. Das heißt, es geht darum wieder, ne? Wir haben ja wieder dieses Sicherheitsthema und man hält auch hier irgendwo noch an gewissen Abhängigkeiten fest. Das können auch Themen in euch selber sein, bitte hier beachten. Ja, dass man sagt, naja, ich kann aus den und genannten Gründen nicht. Das ist diese sture und starre Haltungsweise. Ja, kann aber wie gesagt auch dich betreffen, dass du da gar nicht ablassen von willst, gar nicht flexibel bist, ja. Aber nicht in dem Sinne, dass du dir hier das gefallen lässt, sondern Flexibilität bedeutet auch, gut, dann gehe ich raus aus dieser Sache, beende es, ja, oder such mir jemand anders, ja, hört sich immer leichter an, als es ist, aber wenn es nicht deinen Prioritäten entspricht oder nicht deinen Vorstellungen, dann bist du derjenige, der das entscheidet, wie das letztendlich weitergehen soll, ja, nicht dein Gegenüber, weil wenn hier jemand ganz klar sagt, du, mehr wie eine Affäre ist es hier nicht, dann hat man hier eigentlich schon eine Ansage, ja. Nur das Ganze kann halt dann wirklich hier sehr toxisch werden, vor allem, na, wenn Gefühle im Spiel sind, der eine empfindet halt dann vielleicht was ganz anderes und dann geht die Kacke eigentlich schon los, ne? Das ist ja immer so. So, also irgendwo, wie gesagt, geht es wieder hier um ein Verankerungsthema, aber man macht sich das hier selber komplizierter, als es ist. Oder wie eben gesagt, dein Gegenüber oder du, man konnte sich hier noch nicht von etwas rauslösen. Und das wäre eigentlich ja genau dieses Thema gewesen. Na, hier haben wir ja irgendwas Toxisches, Giftiges noch. Es kann auch das Umfeld sein, das kann ich hier nicht ausschließen, dass auch hier noch irgendeine Person ist, ja, die einfach da auch nochmal versucht, Gift zu streuen, na, damit das hier nicht funktioniert zwischen euch beiden. Hatten wir auch schon mal in ein paar Orakeln drin, immer wieder taucht das Thema ja auf, ne, dass das Außen hier, ja, vielleicht ist eure Verbindung nicht gewünscht und ist immer ein bisschen so Salz in die Wunde streuen, ne, oder Öl ins Feuer gießen. Also hier ist es wirklich zu gucken, an was oder wen hält man hier eigentlich noch fest, was hier wirklich nicht gut ist. Ja. So, und dann haben wir hier das Experiment. Wenn der sichere Weg dich nicht an dein Ziel bringt, dann wird es Zeit, etwas zu riskieren. Wage den Schritt in das Unbekannte und lass Mut dein Begleiter sein. Ja? Und genauso ist es. Das heißt, dieser Weg, wenn du heute die Affäre sein solltest und der dich nicht ans Ziel bringt, dann sei mutig und geh da raus. Ja? Bringt sowieso nichts, weil wenn du bist immer nur das dritte Rad am Wagen, sei dir dem auch bewusst. Ja? Du verkaufst dich hier unter Wert. Das heißt, jemand steht dann nicht zu dir oder kann sich hier nicht entscheiden, dann warte hier nicht oder verharre nicht in der Warteposition, sondern dann triff du diese Entscheidung. Und das ist einfach, das mal auszuprobieren, zu sagen, gut, dann wage ich jetzt mal den Schritt in das Unbekannte, na, und lass das hier einfach hinter mich und bemutige und gehe meine neuen Wege hier. Ne? Jo, so schaut das hier aus. Also es ist eine verzwickte Sache. Ich würde sagen, hier haben wir es wirklich viel mit Druck, mit Streit, mit falschen Vorstellungen, falschen Erwartungen, ja, viele Sachen, die gesagt wurden, die nicht eingehalten worden sind, mehr Schein gemacht als das, was es eigentlich ist, ja. Also hier aber wirklich wieder Angst, Sicherheitsthemen, Unsicherheit dahinter, ne, wie man hier auch, wie man hier mit dem kleinen Falten sehr schön sieht, dass man sagt, ja, hier hat man einfach auch neue Angst vor etwas Neues oder man möchte nicht auf jemanden angewiesen sein oder man möchte sich nicht schon wieder irgendwo ranketten. Na, die Schlange können ja auch Fesseln sein, in denen man drinnen steckt. Also es kann sein, dass da hier jemand gar keinen Bock jetzt erstmal auf Familie hat, sondern vielleicht auch erstmal das Leben genießen möchte. Aber du wünschst dir das so sehr, ne? Also gibt hier viele Varianten. Das ist ein bisschen, wie gesagt, ein spezielleres Orakel. Ja, so ist es halt nun mal. Ne? Man haben wir nicht immer das Gleiche und das ist ja auch schön zu sehen, ja, welche Gruppen dann da wieder im Kollektiv angesprochen werden. Also wie gesagt, solltest du diejenige sein, die hier durch eine Schwangerschaft irgendwas
erzwingen möchte, ja, dann tu das bitte nicht. Auch bitte hier nicht irgendwo eine Partnerschaft erzwingen mit toxischen Sachen. Und das Gleiche gilt auch für deinen Wunschpartner, wenn der hier sehr toxisch sein sollte, weil er unbedingt irgendwas haben will. Das bringt hier nichts, ne? Sondern dann muss man sich wirklich nochmal diese Unsicherheit, die in einem ist, da auch wirklich anschauen. Wo suche ich denn hier quasi die Sicherheit im Außen und nicht in mir selbst? So, dann schauen wir mal in die Zukunft. Da haben wir hier, ja guck, schau mal, die innere Stärke ist hier ganz wichtig. Das heißt, Stärke wirklich zu zeigen, seinen eigenen Weg zu gehen, sich nicht beeinflussen lassen eben von anderen oder von außen und gar keine Angriffsfläche erstmal zu bieten. Das heißt, also wirklich diesen negativen Sachen, die jetzt da waren, auch den Rücken zuzudrehen, ne? Und hier Stärke zu zeigen. Wir haben hier die Schlange, ne? Da guckst du, da ist also, es kann, wie gesagt, eine dritte Partie sein, es kann auch hier eine Mutti sein, die reinwirkt, noch jemand anders. Und da ist es wichtig, dass du auch aufpasst, wem du vertraust. Ne? Wir haben also hier im Umfeld wieder jemanden, der nur darauf wartet, hier irgendwo wieder Gift zu versprühen. Also ne, das, hier haben wir schon Einwirkungen da, wird für viele vielleicht auch die Noch-Partnerin sein oder eine Ex, der es nicht passt, dass ihr hier euer Familienglück aufbaut. Ne? So eine eifersüchtige Ex, was weiß ich, was die dann wieder für ein Problem hat und da wieder reinwurstelt. Also ne, manche Leute haben ja wirklich nichts Besseres zu tun, als bei anderen rumzusuchen, anstatt bei sich selbst. Das ist halt so. Also hier aufpassen. Dann haben wir hier das Buch und wir haben hier die Mäuse. Also man sieht schon, es ist wirklich noch so ein bisschen die Lernaufgabe, sich hier diesen Sachen, die an einem nagen oder die Kummer und Sorgen machen, sich wirklich anzuschauen. Ja. Aber die Mäuse fressen hier das Buch weg. Das heißt, die Lernaufgabe wird also somit dann schon rausgefressen. Ne? Deswegen geht es hier um deine innere Stärke, das wirklich auch zu zeigen. Versuche am besten gar nicht so vielen Leuten irgendwas zu erzählen, was du vorhast, ja, oder was euer Plan ist. Weil, wie gesagt, es ist sowieso noch nicht der richtige Zeitpunkt und es zieht sich eh noch ein bisschen. Und wie gesagt, wenn da hier noch Entscheidungen bezüglich Personen getroffen werden sollen, ja, dann ist es wohl besser, noch ein bisschen zu warten, damit die Sachen dann geebnet werden. Aber man sieht schon, dass die Mäuse eben diese Unsicherheit oder dieses Ungewisse, ja, wie geht's denn jetzt weiter und was machen wir denn und so, das wird hier eh schon aufgefressen. Und wir haben hier den Master Faultier und der sagt ja, du brauchst nicht jeden Tag 100% geben, um im Leben voranzukommen. Hin und wieder sollte man einfach mal die Seele baumeln lassen und faulenzen, denn auch ein Faultier kommt ans Ziel. Also es geht gar nicht so dann so viel Druck auf auszuüben in diese Sache da oder auch wenn hier Sachen noch zu heilen sind oder Familienangelegenheiten zu klären sind, ja, hat ja nicht jeder diesen Wunsch nach der Partnerschaft hier, sondern dann ist es einfach so, dass man nimmt den Druck raus und lass es laufen und guck dir lieber an, beobachte noch ein bisschen, vielleicht musst du wirklich noch den einen oder anderen Umweg gehen, na, damit es dann wirklich auch vollständig geklärt werden kann. Vielleicht na, sind hier noch so Themen, wie ich schon sagte, Misstrauen, Zweifel und alles da, wo einfach genau diese Gegebenheit, dass es jetzt in Ordnung geht, noch nicht da ist. Also hier zögert sich was raus und wie gesagt, versuche, wenn möglich, wirklich diesen Druck rauszunehmen, weil man sieht hier schon, dass das sowieso aufgefressen wird. Ja, also dieses Buch zeigt ja immer an, also zum einen die Lernaufgaben, die beendet werden, wenn du in einer inneren Stärke eben bist, ja, und das nach außen auch zeigst. Dann geht auch diese Unsicherheit oder dieses Ungewisse raus, weil letztendlich weißt du ja dann, was du haben möchtest. So, und dann haben wir nämlich hier Teddy und ich, ja. Und das hat mir in Bezug auf dessen eigentlich ganz gut gefallen, weil es ist ja ein bisschen so, dass man sagt, naja, aber ich möchte ja unbedingt, weil ich fühle mich ja einsam und irgendwo fehlt mir die Geborgenheit und ich möchte ja mich eigentlich mit einer Person umgeben oder mit Personen umgeben, denen ich vertrauen kann. Aber da auch sieht man wieder, da geht es um dieses Thema des Selbstwertes, ja, und des Selbstbewusstseins, ne? Und das können hier schon natürlich noch kindliche Sachen sein, also für alle, die hier drauf gucken und sagen, ja, ich will hier endlich ankommen, einfach für mich glücklich sein, eine Partnerschaft haben, die Familie geregelt haben, ne? Dann geht es hier vielleicht auch noch um ein paar Kindheitsthemen. Ja, ich kann es ja nicht direkt ausblenden, weil meistens ist es halt so, ne? Oder zu
Ich sage immer so, 98% ist es halt meistens so. Und wenn ich halt hier, und das haben wir ja hier schon in der Thematik gehabt, wenn ich unbedingt was erzwingen möchte, ja, warum mache ich denn das? Warum muss ich Druck in etwas hineinlegen, weil ich unbedingt etwas haben möchte? Ja, weil es Mangel und Bedürftigkeit ist. Ich brauche, ich will, ich muss haben. Das ist alles immer Mangel, ne? Und da sollte man sich halt genau eben dieses Thema nochmal anschauen. Und das finde ich sehr schön, dass das neben der inneren großen Stärke liegt, dass man sagt, ja, dann sei dir doch ehrlich zu dir selbst, dass du dich einsam fühlst oder dass dir einfach die Geborgenheit fehlt, die du gerne haben möchtest oder diese Familie, die du vielleicht auch nie hattest, ja. Aber es bringt ja nichts, das über einen anderen zu erzwingen, weil das ist dann wieder die Sicherheit, die ich über außen quasi mir hole. Ich brauche sie aber jetzt erstmal in mir selbst. So. Und da haben wir eben das Ziel im Blick, ne? Und die Karte sagt halt, ja, ist dein aktuelles Ziel jetzt greifbar und umsetzbar oder rennst du hier einer Illusion hinterher? Das heißt, bleibe realistisch und geerdet, ja? Und das ist auch so ein bisschen die Ehrlichkeit, ja, die man an sich selber auch richten soll oder beziehungsweise man soll mit sich selber ehrlich und aufrichtig sein und auch hier realistisch bleiben zu sagen, okay, ist denn das jetzt eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, das jetzt so wirklich zu machen, ja, zu umzusetzen? Oder lasse ich mir einfach noch ein bisschen Zeit, bis sich gewisse Dinge regeln, wieder entspannen und dann natürlich auch die Basis, die ich dazu brauche, auch wirklich da ist. Aber in erster Linie muss die Basis ja in mir da sein. Das heißt, ich muss hier auf meinem sicheren Fundament stehen. Ja, und natürlich auch mein Gegenüber, weil ich kann, wenn ich, ihr wisst ja, ich sage es immer meinen Beratern auch dazu, ne? Wenn ihr euer Fundament in das anderen Fundament baut und der andere bricht weg, ja, was passiert mit euch? Ihr brecht gleich mit weg. Und das ist ja keine Basis. Das heißt, dann wirst du hier schwanger und alles ist tuffig, ne? Und dann sagt er, ja, wollte ich aber gar nicht, will ich auch gar nicht. Ich habe ja gesagt, ich verlasse meine Familie nicht und so weiter. Also das sind alles so Sachen, das bringt nichts. Also Druck rausnehmen, ne? Ziel im Blick haben, wo will man hin? Aber auch dann, wenn du merkst, okay, das ist hier nicht umsetzbar, ja? Oder das ist eigentlich nur eine Illusion, die man mir hier ständig vorhält. Dann sei mutig und geh raus. Ja? Weil das ist ja dein Wunsch hier oder vielleicht auch das Gegenüber, wie auch immer. Aber dann muss man andere Wege gehen. Das heißt, wenn ein Partner hier zum Beispiel noch in einer Verbindung ist und merkt, dass das hier nicht funzelt und seine Herzensdame hier zum Beispiel oder die Schlange, ne, hier versucht, über eine Schwangerschaft hier noch irgendwas zu retten, ja, holla die Waldfee, wer badet's wieder aus? Natürlich das Kind. Das heißt, ja, dann muss er hier Entscheidungen treffen oder muss er bezüglich dieser Dame auch hier irgendwo mal was klären oder in die Veränderung bringen, weil das ist ja dann der falsche Ansatz, ne? Also, es ist also für mich hier schon so ein sehr Indiz, dass man versucht, mit unlauteren Mitteln irgendwo ein Familienglück vielleicht auch zu halten. Ne? Kann es hier auch sein, aber ist eigentlich die Luft raus. Ne? Aber dann geht es halt darum, wirklich mutig zu sein und zu sagen, ich gehe aus dieser toxischen Geschichte raus, weil das kann ja niemand halten. Ne? So, dann haben wir hier den Turm und wir haben hier den Schlüssel. Ja, also es geht hier darum, mit Sicherheit oder dieses Sicherheitsthema zu beenden. Ja, der Turm ist natürlich auch wieder hier die innere Einkehr, ne, oder die Innenschau, dass man sagt, okay, ich will hier Sicherheit, ich will hier Bestätigung, ganz klar, aber die brauche ich bei mir selber. Das heißt, die Sicherheit im Innen zu suchen, nicht im Außen. Also wieder die Bestätigung. Und wir haben hier die neidischen Zungen. Ja, Neid und Missgunst sollte also in deinem Leben keinen Platz mehr haben, denn du hast es selbst in der Hand, ein erfolgreiches Leben zu leben. Also sei keine Kopie, sondern ein Unikat. Ja, und das heißt wirklich, dass du deine eigenen Entscheidungen triffst. Du bist hier selber für dein Glück verantwortlich. Es wird niemals eine andere Person im Außen sein. Und wichtig ist, dass du hier deinen Vorstellungen nachgehst. Das heißt, wenn du heute den Wunsch hast nach Familie, hast aber hier jemanden, der das nicht umsetzen kann, aus welchen Gründen auch immer, ja, dann ist es für dich hier wirklich zu entscheiden, und vielleicht lässt du dir dabei auch noch mal ein bisschen Zeit und beobachtest einfach noch ein bisschen, ja, ob das dann tatsächlich wirklich da reinführt, also ob es Realität ist oder ob man dir hier einfach nur eine Illusion vorgaukelt, ja. Weil letztendlich, wenn das dein Wunsch ist und diese Person es aber niemals umsetzen möchte, ja, dann musst du für dich entscheiden, ob du sagst, gut, kann ich damit leben und akzeptiere ich, dann ist das so. Oder du gehst aus dieser Sache raus, weil sonst wird es wirklich toxisch, ne? Und dann geht Druck und dann ist dieses und jenes und das ist natürlich auch keine gute Basis für eine Verbindung. Ja? Das ist alles negativ, nicht positiv.
Also hier ist es so, dass sich schon langsam, man sieht es, ne, was ich am Anfang gesagt habe, das Orakel entwickelt sich erst hier im Laufe der Legung, dass man sagt, ja, solange hier Unsicherheit herrscht, ein Sicherheitsthema vordergründig ist, ja, dass man es nur aus dem Aspekt raus macht, noch Ängste mit dabei sind, dann ist es nicht richtig für eine Partnerschaft und dann ist es auch schon mal gar nicht richtig, hier irgendwo eine Familie zu gründen, sondern dann sollte man sich vielleicht genau diesen Problemen annehmen und dann eben diese familiären Dinge zu heilen erstmal, ne, bevor dann da diese Stabilität wirklich, wirklich gegeben sein kann. Und das zeigt das hier, was ich am Anfang noch etwas schwammig zeigte, wie man sieht, ne, jetzt deutlicher an, dass man sagt, okay, pass auf, falscher Zeitpunkt. Hier geht es darum, eine Entscheidung noch ein bisschen rauszuzögern, ja, weil hier einfach noch ein paar Dinge zu klären sind. Entweder eben, wie gesagt, mit dem Außen oder in dir selber, in deinem Gegenüber selber, in euch beiden. So, dann haben wir das Jagdfieber. Ja, das ist zum einen natürlich die Karte, wo man sagt, hey, natürlich ist es nicht aufzugeben, ja, aber trotzdem, man kann sich schon in gewissen Sachen verbeißen. Und hier haben wir auch wieder das, ne? Man soll auf der, man soll wirklich in der Realität bleiben, auf dem Boden der Tatsachen. Das heißt, nicht hier verbissen an etwas festhalten, sondern den Druck rausnehmen, was ich eben schon gesagt hatte, ne? Und das heißt also nicht hier wieder irgendwo irgendwas im Hintergrund agieren und planen, ne? Sondern sich wirklich auf wichtige Sachen zu fokussieren, ja? Fokussieren auf das, was ich wirklich haben möchte. So. Und schau mal, da haben wir sogar die Karte des Sanftmutes bekommen, ja? Und die sagt ja hier, ein geduldiges Gemüt, es wird dir in deiner aktuellen Situation hilfreich sein. Auch hier mit dem Faultier, dass er sagt, du musst hier nicht ständig in der Action sein, sondern du kommst auch langsam ans Ziel, ja? Und auch hier die Karte des Sanftmutes, nehme den Druck raus und bleibe friedlich, weil alles andere bringt dir doch nichts. Also ich meine, ich weiß es, wenn man zu emotional ist und dann unbedingt was will und dann will der andere nicht, dann ist man enttäuscht, dann kommt die Wut hoch, ne? Und dann wird das Ganze zu emotional und dann kann es ja schon wieder sein, dass man sich hier wieder Sachen an den Kopf wirft oder dann auch Dinge sagt, ja, die dann nicht so gut sind, ne? Und ihr wisst ja, je mehr ich da reinstoche oder je mehr ich jemanden unter Druck setze und da wirklich noch Pfeffer reinstreue, dann, ihr wisst selber, was da rauskommt. Nix. Also zumindest nicht das, was ihr wollt, und das zeigt sich auch hier, ne, die freudige Erwartung, auch hier wieder rübergespiegelt. Das heißt, du könntest wirklich am Ende enttäuscht sein, wenn die Dinge dann tatsächlich nicht so eintreffen, wie du sie dir gewünscht hast, weil das dann letztlich alles unter Druck passiert ist, ne? So, und schau mal, da haben wir ihn schon wieder drauf, ne? Also, ich habe die zwei Decks heute benutzt, dann haben wir hier wieder den Anker und wir haben hier den Mond. Also, na, er muss hier auch in seine Verankerung, in seine Stabilität kommen. Er hält hier schon auch an gewissen Illusionen fest oder an gewissen Wünschen, Träumen und Bedürfnissen, was ja auch in Ordnung ist. Also diese Legung kann genauso für dein Gegenüber sein, ja, dass hier jemand Druck macht und sagt, hey, ich möchte jetzt mit dir eine Familie gründen, ich möchte jenes, ich möchte dieses, ich brauche, ich habe, ich will. Da, und du stehst dir dann und sagst, Moment mal, wir sind jetzt vielleicht noch gar nicht so lange zusammen oder jetzt sind wir erst, haben wir uns erst wieder angenähert, das war doch erstmal, ne? Also ist irgendwo passt noch nicht und das siehst du dann an dem Verhalten deines Gegenübers, wenn der jetzt hier ganz Rom zusammenreißen möchte, ne? Weil er hier was dingfest machen möchte, weil er eine Familie haben möchte, weil er Sicherheit haben möchte. Es geht hier lediglich nur um die Sicherheit, ja? Und was mir hier auffällt, Leute, wer das Orakel noch nicht gesehen hatte, ne, The Secret, was verheimlicht er dir? Das ist ja für meine Mitglieder bereitgestellt. Also wer noch keine Mitgliedschaft hat, freue ich mich gerne, wenn ihr dazukommt. Beim Premium, da könnt ihr dieses Orakel anschauen. Und da hatte ich schon als Überschrift gesagt, hier verwechselt jemand was. Liebe kann man nicht kaufen. Ja? Und hier ist es auch so, dass man sagt, man kann nicht mit Druck irgendetwas erzwingen oder man kann kein Familienglück oder man kann keine Liebe oder sonstiges erzwingen. Und das ist hier so eine Schiene, wo man sagt, es ist rein aus der Sicherheit. Ja? Also wie ihr seht, ne, Liebe ist ja bis dato noch gar nicht so wirklich aufgetaucht, sondern hier haben wir rein Angst und Zweifel und das Sicherheitsthema im Vordergrund. Das heißt, hier will jemand etwas dingfest machen, weil man sich sonst einsam und alleine fühlt. Ja, aber das ist nicht die Basis für etwas, ja, und da sollte man sich vielleicht nochmal Gedanken darüber machen, also entweder machst du dir die Gedanken über ihn oder er macht sie sich über dich, und wir haben hier den Glücksbringer drauf, und das sagt auch wieder dasselbe eigentlich,
wie bei der bei dem Experiment drüben, ja, dass man sagt, dein Glück hängt jetzt niemals vom jemand anderen ab, sondern allein von dir, ne? Du bist der Gestalter deines Glückes und kannst es in dein Leben integrieren. Glück zieht Glück an. Das heißt, wenn ich in mir zufrieden bin und ich in mir gestillt bin, dass ich sage, ich brauche nichts, alles kann, aber es muss nicht, ja, ja, dann kommen diese Sachen auch ins Leben, aber nicht ich will und ich muss und ich brauche und ich will haben, ja, das ist ja alles, wie gesagt, Mangel und Bedürftigkeit und aus, ganz ehrlich, aus einer solchen Sache, da möchte ich nicht in eine Partnerschaft gehen, da möchte ich kein Kind zeugen, da möchte ich keine Ehe haben, die möchte ich nicht, sondern hier geht es tatsächlich um Liebe oder sollte es um Liebe gehen. So, und dann haben wir hier die letzte Karte und das sind die kleinen Dinge. Das heißt, genau um das geht es, dass man also keine Ansprüche stellt oder zumindest keine Ansprüche, die nicht erfüllbar sind. Und da muss man auch an sich selber schauen, dass man sagt, hat man so hohe Ansprüche an sich selbst, wo man merkt, dass man die gar nicht erfüllen kann und natürlich auch gar nicht das Außen. Und die Frage ist, brauche ich die eigentlich? Ja. Und das heißt, gebe ich mich hier mit kleineren Dingen zufrieden und zwar diese Dinge, die mich wirklich zufriedenstellen. Ja? Das heißt also nicht das Materielle oder Finanzielle, sondern dass man sagt, okay, es reicht mir, ich lebe vielleicht in einfachen Verhältnissen, ja, ich brauche keinen Luxusvilla und so weiter, Hauptsache ich bin zufrieden und glücklich. Ne? Und das ist eben genau hier die Endkarte und das Endresultat, auf das man hinarbeiten soll, dass man sagt, hey, du brauchst das Glück nicht im Außen suchen, sondern versuche, dass du mit dir selbst erstmal ins Reine kommst, ja, und selbst mit dir reich an Liebe bist. Und dann kann ich auch die Liebe im Außen suchen. Das heißt, du kannst es hier also wirklich mit jemandem zu tun haben. Ich würde hier nicht sagen, dass dich dieser Mensch nicht mag. Ja, schon also sehr, man sieht ja, sexuell auch angezogen ist, überhaupt eine Anziehungskraft da ist. Aber tatsächlich vielleicht auch Angst hat und deswegen hier so toxisch ist oder darauf hinarbeitet und Druck ausübt, in ein Familienglück zu gehen, weil man diese Sicherheit da haben will, die man vielleicht als Kind nie hatte. Ja, es kann aber auch andersrum sein, ne, dass du das derjenige bist, der das unbedingt haben will und der andere hat hier schon wieder Schiss, sich auf das Ganze einzulösen, weil er sich erstmal ablösen muss, Dinge vielleicht wieder nicht verarbeitet sind und so weiter. Also es wird bei jedem hier tatsächlich eine andere Sache sein. Ja, man muss jetzt wirklich da zu sich selber ehrlich sein und sich eingestehen, okay, das ist tatsächlich so, ja, weil hier soll kein Bullshit rauskommen, ja, es ist, wie gesagt, eine Warnung. So, und dann haben wir hier sehnsüchtig, ne, das sieht man schon wieder, Sehnsucht ist ein heimliches Verlangen nach Vollkommenheit. Stille diese Sehnsucht in dir, indem du den Schmerz heilst. Das heißt also, guck dir an, nach was du dich tatsächlich sehnst, ja, und das ist, natürlich ist es Geborgenheit, Sicherheit und Stabilität, aber da muss man hier gucken, wo ist die Ursache entstanden, dass ich denke, dass ich das nicht habe in mir oder dass ich denke, ich meine, ich müsste das über außen mir ranziehen. Ne? Also da und da sind halt meistens wieder die kindlichen Kamellen, die eine Rolle spielen. Und da haben wir jetzt zum ersten Mal das Herz drauf, ne? Hier die Liebe, um die es hier eigentlich geht. Und da sollte sich etwas klären. Wir haben hier die helle Seite an die Wolken dran, ne? Also hier sieht man, dass es durchaus auf der Herzebene einfach noch ein paar Unstimmigkeiten oder Unklarheiten gibt. Ne? Und die sollen sich aber hier jetzt lichten. Das heißt, es darf Licht in die Sache reinkommen. Und es soll sich ja auch hier etwas positiv in Sachen Liebe entwickeln. Ja? Und das ist halt ab jetzt, wie du siehst, entweder bist du das oder die andere Person, absolut noch der falsche Zeitpunkt. Das heißt, wenn also hier jemand einen Kinderwunsch hat oder eine Familie gründen will oder also was ich, ne, da jetzt hier in Zusammenziehen, feste Partnerschaft oder so weiter, dann würde ich hier sagen, nee, guck dir das nochmal ein bisschen an, beobachte, hier geht's nochmal um ein paar Dinge, um ein paar Abhängigkeiten, da wo es noch um Entscheidungen geht oder wo man einfach neue Wege, neue Möglichkeiten erstmal suchen muss. Und dann kann sich das natürlich hier schon noch ein gutes halbes Jahr rauszögern, aber dann braucht man einfach noch die Zeit. So, und wir haben hier den Zaubertentakel drauf. Und der sagt hier, wer einmal die Magie der Manifestation für sich entdeckt hat, ne, dem wird es niemals wieder an etwas mangeln. Stell dir jeden Wunsch vor, als wäre er schon in Erfüllung gegangen. Und genau so
ja, funktioniert auch das Prinzip The Secret. Ja? Ihr könnt euch diesen Wunsch vorstellen, aber ihr müsst ihn auch immer wieder mit einer Emotion in Verbindung bringen, das heißt mit einem Gefühl. Und am besten holt ihr euch ein Gefühl her, wo ihr euch mega über irgendwas gefreut habt. Und dieses Gefühl bringt ihr mit dem Wunsch in Verbindung. Ja? Und dann funktioniert das tatsächlich The Secret. Und dann kommt das auch. Ne? Also hier wirklich manifestieren, was man tatsächlich haben will und nicht, was man aus Bedürftigkeit und Mangel haben will. Ja, weil letztendlich lese ich hier raus, dass es für einen von euch beiden oder vielleicht betrifft euch das auch alle beide, ja, kann auch sein, wirklich eigentlich der Wunsch danach da ist, endlich mal anzukommen und tatsächlich vielleicht auch wirklich eine Familie zu sein und diese Sicherheit und diese Stabilität und diese Geborgenheit in dieser Familie zu haben, weil man es in der Kindheit nicht hatte, ja, weil man nie das Gefühl vermittelt hat und deswegen versucht man sich es jetzt über außen zu holen. Aber das ist eben, wie gesagt, der verkehrte Weg. Ja? Achtung hier, gebt diesen Dingen noch Zeit, guckt euch noch das ein oder andere an. Und dann kann man das hier spätestens zum Winter auch dann tatsächlich in die Wiege leiten. Und dann haben wir auch die Umstände, dass man sagt, okay, dann wäre es auch in Ordnung, dass man schwanger wird oder dann tatsächlich eben, wie gesagt, von mir aus heiratet, zusammenzieht, wie auch immer. Also ihr seht schon, es passt einfach noch nicht. Ne? Der Fuchs sagt, ab, ist noch ein falscher Zeitpunkt gerade. Er muss sich noch ein bisschen etwas stabilisieren, ein paar Ängste noch angeschaut werden. Ja? Also jeder für sich da mal in seine Mitte zu finden, in die Balance zu kommen und dann funktioniert das Ganze auch. Ja? Also das ist halt, ja, dauert halt noch eine Zeit. Es kann, wie gesagt, bei dem einen oder anderen schneller gehen, beim anderen langsamer. Ihr wisst, die Zeit ist relativ, aber so wird das hier angezeigt. Also man sieht, ich finde es eigentlich ein relativ spannendes Orakel. Ne? Bin gespannt, wer da von euch tatsächlich betroffen ist. Ich freue mich ja immer, ich kriege ja wahnsinnig viele Feedbacks per WhatsApp oder E-Mail. Das freut mich sehr, dass ihr euch mitteilt. Auch wenn ich nicht jedem antworten kann, ist nicht persönlich gemeint. Nur es sind so viele, dass ich oftmals auch Stunden da sitze und das erstmal lesen muss. Und natürlich dann auch vereinzelt zurückschreibe, aber alle schaffe ich halt nun mal nicht. Also es ist nicht so, dass ich nicht will, ne? Nur mir fehlt die Zeit, aber ich lese jedes einzelne, ja, also ist keine Frage. Auch die Freundschaftsanfragen per Facebook, ja, die immer wieder reinkommen, wo ich dann auch die Mitteilung kriege, ja, warum bestätigst du meine Anfrage nicht, weil ich einfach zu bin und momentan einfach auch keine Anfragen aktuell annehme, ja. Ich habe schon zu viele und es ist nichts Persönliches, ja, also überhaupt nicht, sondern ich bin momentan auch nicht sonderlich viel bei Facebook, weil ich anderes zu tun habe und dann zeigt es mir auch immer wieder an voll. Ich weiß nicht warum, weil so viele sind es dann auch nicht, keine Ahnung. Also ich bestätige, sobald ich es bestätigen kann und dann wisst ihr, dann nehme ich euch mit auf, ist gar kein Ding. Also es ist nichts Persönliches, dass ich nicht will oder so, nur dass diese Sachen auch nochmal geklärt sind. Da kamen jetzt auch noch mal ein paar Fragen auf. So, jo, dann belassen wir es heute dabei. Ich bin wie gespannt, ja, was ihr mir mitteilt. Könnt ihr mir gerne, wie gesagt, per WhatsApp oder per Facebook oder Telegram, E-Mail, bin ja eh fast überall vertreten. Und dann schreibt mir gerne. Ja, gut, dann lasse ich euch auch und jo, wünsche euch noch einen wundervollen Tag und wir hören uns mit dem nächsten Orakel. So, bis dann. Ich drück euch. Bussi Baba, eure Melanie.